Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ja, hoffentlich funktioniert diese Folge. Wir müssen weiter in diese Richtung, um Delfine zu treffen. Und wenn wir Delfine getroffen haben, müssen wir zusammen das Grab der Drachen finden. Ich bin ja mal mega gespannt. Wow, jetzt geht's aber richtig ab hier. Hey, Schneesturm. Und dann schauen wir mal, das soll ja ein Drache auferstehen. Müssen wir da hoch? Ja, anscheinend. Und wenn wir da geradeaus weiterlaufen, dann muss doch hier irgendwo... Ja, da gibt's einen Gasthof. Den erkunden wir vorher noch kurz. Oh, und es hat schon wieder aufgehört zu schneien. Na, das ist mir jetzt doch zu blöd. Okay, egal. Gehen wir wieder in den Schneesturm rein. Oder hat es jetzt allgemein aufgehört zu schneiden? Oh, Ausdauer am Arsch. Na gut. War doch hier hoch, oder? Na, da war der Gasthof. Kühneshain entdeckt. Sehr schön. Ah, haben wir ihn also doch nur entdeckt, den Gasthof. Oh, ein Drache. Was halte ich denn davon? Irgendwie gar nichts. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da hoch. Gibt es da einen Weg da hoch? Hier. Was ist denn das? Bienenstock. Ne, wir können eine Biene mitnehmen. Bienenstock, Hülle, Honigwabe. Ach komm, die armen Viecher, lassen wir sie in Ruhe. So, auf nach oben. Ah, wir müssen weiter hoch. Weiter hoch, weiter hoch. Dann vermutlich hier irgendwo rüber. Ah, den Drachen habe ich fliegen sehen. Hey, Hase! Hast du einen schlechten Tag zum Sterben ausgesucht? So, rohe Kaninchenkeule, damit er nicht umsonst gestorben ist. Wir schauen jetzt mal weiter. Irgendwo da drüben. Oh, ein Fuchs. Ja, wir können jetzt nicht alles töten. Delfine? Wo versteckt die sich? Oh, tote Leute. Da! Hier! Hallo! Bleibt in Deckung. Deswegen sind wir hergekommen. Wir müssen sehen, was geschieht. Langsam. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warten wir ab. Das ist schlimmer, als ich dachte. Okay, der Drache war definitiv tot. Aber er steigt aus seinem Grab heraus. Ihr kennt nicht einmal unsere Sprache, nicht wahr? Töte den Drachen! Den schnappe ich mir. Na komm doch. Komm, trau dich. Komm runter auf den Boden. Oder bleib in der Luft, ist mir egal. Daneben. Schade. Na komm, trau dich. Du lieber Drache, du. Kritischer Schlag. Und zack.
Das war's. Ihr habt es geschafft. Wartet. Etwas geht da vor sich. Ihr Götter im Himmel. Drachenseele aufgenommen und Soldat der Sturmmäntel, der hat doch bestimmt nichts Spannendes dabei, aber der Drache vielleicht. Drachenknochen, Drachenschuppen, Geld, makelloser Stein. Hey Delfine, was geht ab? Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Okay, wer seid ihr und was wollt ihr von mir? Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klinge. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Okay, und was ist unser nächster Schritt? Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Okay. Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmoor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Zuerst müssen... Die Talmoor sind unsere heiß... Die Fraktion, die den Altmeri-Bund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Und wieso denkt ihr, dass die Talmoor die Drachen zurückbringen? Nichts Handfestes, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer den Talmoor hätte sonst etwas davon? Dann müssen wir herausfinden, was die Talmoor über die Drachen wissen. Habt ihr einen Vorschlag? Wenn wir in die Botschaft der Talmoor gelangen könnten. Das ist das Zentrum ihrer operativen Tätigkeit in Himmelsrand. Nur leider ist das Gebäude stärker bewacht als der Geldbeutel eines Geizkragens. Die sind mir, was Paranoia angeht, um einiges voraus. Und wie kommen wir dann in die Botschaft? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Ja, behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge werden nur noch schlimmer. Diplomatische Immunität. Schauen wir mal, den machen wir jetzt aber nicht. Nein. Nein. Da hätten wir auch noch ganz viele Sachen. Wir haben doch das Vergnügen mit der dunklen Bruderschaft gemacht. Das wäre vielleicht ein neuer Ansatzpunkt. Nochmal, da liegt auch noch ein Toter. Oh, Wein, 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 Wein. Das ist ja super. Ja. Egal. Gut, wir speichern. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video. Einmal ein Like für den toten Hasen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.